Das Internet gibt uns die Freiheit, mit Freunden zu reden, Kunst zu machen, ein Gewerbe zu starten oder sich gegen unsere Regierungen auszusprechen. Und das alles auf einer unvorstellbaren Fläche. Dies ist kein Zufall. Das Internet kam aus offenen Diskussionen von einer globalen Gemeinschaft von Wissenschaftlern und Ingenieuren, so gab es keinen Druck von oben, um es zu sperren. Aber jetzt macht eine international kontrollierte Einrichtung einen Zug, wo die Zukunft des Internet entschlossen wird. Sie heißt die Internationale Telekommunikationsgewerkschaft, oder kurz ITU. Im Dezember müssen die Regierungen der Welt entscheiden, ob sie ihr Mandat vergrößern, um wichtige Entscheidungen über das Netz zu treffen. Die ITU könnte eine Gefahr für freie Meinungsäußerung werden, online überall. Hier ist warum: Zuerst die Grundlagen. Niemandem gehört das Internet. Es ist eine Sammlung von unabhängigen Netzwerken auf der ganzen Welt. Jeder kann eins bauen. Die Grundpfeiler, auf der das Internet gebaut wurde, wuchs auf offenen Online-Diskussionen, nicht auf denen der Regierung oder Firmen. Aber jetzt zur ITU. Die ITU ist alt, nicht CD alt, nicht Drehscheibentelefon alt, Telegrafen alt, wie in Morsecode. Als sie im Jahre 1865 gegründet wurde, hieß sie die Internationale Telegrafengewerkschaft. Anders als das Internet wurde die ITU nicht auf offenen Diskussionen von Wissenschaftlern und Ingenieuren gebaut. Nur Regierungen haben eine Stimme bei der ITU, und diese finden hinter verschlossenen Türen statt. Wenn die Regierung Erfolg hat, der ITU mehr Macht zu geben, um Entscheidungen über das Internet zu machen, bekommen wir eine alte Schule hoch unter Regierungszentralorganisation. Ersetzt die Regierungen, die das Internet so weltverändernd gemacht haben. Und das ist erst der Anfang unserer Probleme. Die ITU ist nicht transparent. Die Antragskizzen sind nicht öffentlich. Es ist ein Land, eine Stimme Modell, das der Regierung all die Macht gibt. Sie machen Entscheidungen über unser Internet, ohne dass wir etwas wissen, worüber sie sprechen, und sagen uns, wenn ihre Entscheidungen gemacht worden sind. Was für Entscheidungen das sein werden, wird im Dezember besprochen. Hier sind einige aktuelle Antragskizzen, die gelegt wurden. Abschaltung des Internetzugriffs für eine Nummer grob definierter Gründe, die internationalen Menschenrechte verletzen. Sie geben der Regierung mehr Macht zur Überwachung des Internetverkehrs und definieren Spam so grob, dass sie alles blocken könnten, von Fotos mit süßen Katzen bis hin zu Menschenrechtskapaknen. Und neue Regeln für Website-Anbieter, was weniger Inhalt für Entwicklungsländer bedeutet, und blocken die Seiten, die nicht zahlen. Aber der wirkliche engstiegende Part, die Länder für ITU-Kontrolle stimmen, sind die gleichen, die aggressiv das Internet zensieren. In Russland ein YouTube-Video gegen die Regierung zu machen, kann 2 Jahre Gefängnis bedeuten. In China kann man nicht mal zu den meisten sozialen Medien Webseiten. Und Iran versucht, sein eigenes nationales Internet- und E-Mail-Netzwerk zu bauen, um die ganze Bevölkerung unter Kontrolle zu bekommen. Aber die ITU tut auch Gutes. Sie half Entwicklungsländern, Telekommunikationsnetzwerke aufzubauen und Vergrößerungen von Breitband-Internet. Und die Regierungen sind nicht perfekt. Die US haben vergrößerte Macht und Autorität, wenn es hierzu kommt. Doch wir müssen dieses Problem lösen in einem Weg, das die Offenheit, den Pragmatismus und unten hoch Regierung bewahrt, die das Internet so gut machte. Diesen Dezember werden USAs Regierungen ihre finalen Entscheidungen über die Zukunft des Internets machen. Es liegt an uns, Internetnutzer in Ländern auf der ganzen Welt, ihnen zu zeigen, dass wir für ein freies und offenes Internet stehen. Jeder, der dieses Video sieht, verteilt die Nachricht und kontaktiere deine Regierung, und wir haben eine Hoffnung zum Sieg. Hilft uns, dieses Video zu verbreiten. Jetzt lasst uns die globale Reichweite des Internets nutzen, um dies zu sagen. Sagt eurer Regierung, sich zu widersetzen, die Schlüssel zum Entscheiden über das Internet an die ITU zu geben.